Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um den Auftritt von Bernd Baumann am Wahlabend nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In der Berliner Runde werden stets die Spitzenvertreter der Parteien eingeladen und dann diskutieren sie das Ergebnis. Im Folgenden die Ausschnitte mit Baumann und noch ein paar andere und danach die Betrachtung Stück für Stück. Ich würde gerne jetzt die Runde noch zu Ende machen, Herr Baumann. Wenn man sich Ihren jüngsten Parteitag anschaut, dann ist die AfD ja nicht einmal innerparteilich koalitionsfähig. Haben sich für Sie bei den Landtagswahlen, war das der Preis für die Flügelkämpfe? Meinen Sie jetzt den Berliner Parteitag? Der ist sehr gut ausgegangen. Frau Brinker ist Spitzenkandidatin. Das ist eine ausgewiesene AfD, sowohl liberale als auch konservative Vertreterin. Aber was wir heute Abend hier sozusagen deutlich sehen, ist, es gibt eine deutliche Mehrheit in der Bundesrepublik, auch in den beiden Ländern, jenseits von links, grün, bunt. Das heißt, die konservativen und liberalen Parteien hätten eine Mehrheit, auch in diesen beiden Ländern. Die AfD hat an die 9 bis 12% in beiden Ländern. Das ist ein stabiles Ergebnis. Das waren ja alles Neulinge, die in die Parlamente eingezogen sind. Das ist sehr gut. Wir sind stärker als die Grünen in Rheinland-Pfalz. Wir sind stärker als die SPD, nach ihren ZDF-Vorhersagen, als die SPD. Und was ganz deutlich als Signal für die Bundestagswahl abzulesen ist, ist Folgendes, dass die CDU, wenn sie sich mit den Grünen ins Bett legt, mit den Grünen Koalitionen macht, grüne Themen aufgreift, dann geht sie unter. Dann macht sie die Grünen stark. Die CDU hatte 2011 39% noch in Baden-Württemberg, die Grünen 24. Heute ist es umgekehrt. Das ist ein Desaster. Wer in der Bundestagswahl CDU wählt, wählt die Grünen, wählt noch offenere Grenzen, wählt noch fremderes Multikulti, wählt Eigenheimverbote, Gender-Gaga, das müssen die Bürger und die Wähler draußen wissen. Das ist das Signal des heutigen Abends. Ja, diese spalterischen Thesen, die Sie jetzt gerade auch schon mal nochmal aufgeführt haben. Das sind die Zahlen. Nein, darauf brauchen wir auch gar nicht einzugehen. Was mich verwundert, deswegen verstehe ich die gute Laune von Lars Klingbeil überhaupt nicht, dass die SPD in Baden-Württemberg noch hinter Leuten von der AfD liegt. Das ist wirklich dramatisch. Und bei aller Konkurrenz macht mir das wirklich Sorgen, dass die ehemalige alte große Volkspartei in so einem Bundesland wie Baden-Württemberg noch hinter der AfD liegt. Aber sie haben verloren. Die AfD hat verloren und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn obwohl der Wahlkampf sehr digital geführt wurde, wo viel Platz ist auch übrigens für Hass und Hetze, die AfD verliert und die Menschen wenden sich nicht diesen spalterischen Thesen zu. Insofern brauche ich darauf jetzt nicht weiter einzugehen. Am dramatischsten haben Sie verloren. Das sind so der Wahlverlierer des Abends schlechthin. Und was den Wahlkampf angeht, wenn ich das noch sagen darf, gab es kaum einen Infostand der AfD in den beiden Bundesländern, der nicht angegriffen wurde, wo Leute verletzt wurden, die sogar ins Krankenhaus gekommen sind. Also das war ein Wahlkampf, dem er sich eigentlich auch nicht glauben darf. Das kommt noch mit dazu. Die Leute liegen im Krankenhaus. So sieht es in der Republik aus. Und die Innenminister regieren darauf nicht ausreichend. Beobachtet wird, sind immer noch deutlich zu viel, sage ich hier ganz deutlich. Ich glaube, dass man sich doch wirklich freuen kann, und das tun wahrscheinlich sehr viele hier in dieser Runde, auch in diesem Land, dass die AfD nicht stärker geworden ist, dass sie verloren hat. Das zeigt ja auch, dass dieses Spalten und Populistische keiner will. So, und es gibt andere Fragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. 10 bis 12%. Und ich glaube, lieber Paul Ziemiak, sich Sorgen um die SPD zu machen, ist ja sehr ist besser. Also ich glaube, wir geben gerade kein gutes Bild ab. Es haben gerade Landtagswahlen stattgefunden und Sie liefern sich hier einen koalitionsinternen Battle. Was soll das eigentlich? Wir könnten erstmal den Blick wenden nach Baden-Württemberg und nach Rheinland-Pfalz. Da sind mit inhaltlichen Themen Wahlen gewonnen worden. Und zwar mit einer Veränderungsbotschaft. Menschen wollen, dass sich was verändert. In Baden-Württemberg haben sich viele Menschen für Klimaschutz, für Innovation und auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgesprochen. Herr Baumann, werden am Ende in diesem Bundestagswahljahr die sozialen Reparaturfragen dieser Pandemie entscheidend sein oder die Innovationsdynamik-Reformen von Herrn Wissing?
Das kann man gar nicht voneinander trennen. Das sind diese beiden Katastrophen, die uns passiert sind hier. Auch jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise, dass uns andere Länder vormachen, wie man mit deutschem Impfstoff umgeht. Israel ist schon fast durchgeimpft, Großbritannien, USA. Das heißt, da kann der Lockdown zurückgefahren werden. Die sozialen Nöte werden dadurch zurückgefahren. Es müssen nicht ganze Branchen vor die Wand fahren. Und gleichzeitig kann auch die Grundrechte können wieder zur Geltung kommen. Also wir haben die wirtschaftliche Misere, wir haben die Grundrechte-Misere und wir haben die soziale Misere. Und das haben wir leider dieser großen Koalition zu verdanken in Berlin. Und es wird ja gezeigt durch die anderen Länder, die man nur schauen muss, wie man es besser machen kann. Also desaströser kann es gar nicht sein. Dazu kommt ja noch diese Korruptionsaffäre, die wir gerade haben, die kam ja noch gar nicht genug zur Sprache. Ich habe es mal auflisten lassen. Es sind mittlerweile 8 CDU-CSU-Abgeordnete in Frage, die entweder schon zurückgetreten sind oder mit starken Vorwürfen konfrontiert sind. Das ist die Maskenaffäre, das ist Aserbaidschan. Es gibt ja auf der Straße schon den Spruch jetzt in der Verbindung, wenn Corona alle Geschäfte geschlossen werden, man gar nichts mehr kaufen kann, einen CDU-Politiker kann man immer noch kaufen. Aber dass Sie sich trauen, das hier anzusprechen, nee, ich möchte dazu jetzt mal was sagen. Also, dass Sie sich, wie sehr fürchten Sie diese Affären? Naja, dieses Verhalten, dieses schäbige Verhalten, ich will es ganz ausdrücklich sagen, Einzelner, sich hier zu bereichern in der Krise, ist unerträglich. Und da gibt es bei uns eine Nulltoleranzpolitik. Und wir sind da in aller Härte gegen vorgegangen. Warum nicht früher? Aber rechtzeitig. Sobald wir es erfahren haben, es hat 48 Stunden gedauert, bis von dem, was wir erfahren haben, bis zur Mandatsniederlegung. Frau Strenz, weiß man seit 2 Jahren. Bis zur Mandatsniederlegung und dann auch dem Austritt aus der CDU. Aber Sie haben natürlich ein Defizit. Beim Lobbyregister war die Union ja sehr schwer. Jetzt müssen wir mal die Themen ein bisschen unterscheiden. Und betrachten wir die Ausschnitte im Folgenden Stück für Stück. Ich würde gerne jetzt die Runde noch zu Ende machen, Herr Baumann. Wenn man sich Ihren jüngsten Parteitag anschaut, dann ist die AfD ja nicht einmal innerparteilich koalitionsfähig. Haben sich für Sie bei den Landtagswahlen, war das der Preis für die Flügelkämpfe? Es wird nicht die Frage gestellt, hat Ihnen der Verfassungsschutz zu schaffen gemacht, hat Ihnen die permanente Stigmatisierung zu schaffen gemacht, hat Ihnen die Antifa zu schaffen gemacht. Das alles hätte der Moderator eher fragen müssen, weil es relevanter ist. Nicht nur ist es so, dass das ZDF durch seine Berichterstattung die AfD benachteiligt hat, indem das erwähnt wurde vom Verfassungsschutz, die Beobachtung, obwohl es das ZDF gar nicht durfte, obwohl es der Verfassungsschutz gar nicht verlautbaren durfte. Und jetzt nimmt sich Theo Koll die Frechheit raus und spricht es noch nicht mal an. Ob das der AfD Probleme bereitet hat, sondern tut so, das spielt gar keine Rolle, sondern relevant sind irgendwelche innerparteilichen Probleme. Wenn Bernd Baumann scharf aufgepasst hätte, hätte er direkt auf die Frage eingehen können und sie in den Mittelpunkt rücken können, warum er jetzt das fragt und nicht nach dem Verfassungsschutz fragt. Das wäre eine berechtigte Frage gewesen, die auch der Zuschauer verstanden hätte. Meinen Sie jetzt den Berliner Parteitag? Der ist sehr gut ausgegangen. Frau Brinker, Spitzenkandidatin, ausgewiesene AfD, sowohl liberale als auch konservative Vertreterin. Es ist die Frage, ob das Zufall war oder Absicht war von Baumann. Aber es war sehr clever, auf den Berliner Parteitag einzugehen, der in der Öffentlichkeit gar nicht dargestellt wurde. Und vor allen Dingen ist ja klar, dass Theo Koll die Spaltung hervorheben wollte mit der Rede von Jörg Meuthen, was ja auch das Einzige war, was in der Presse berichtet wurde. Und dann wollte natürlich Theo Koll jetzt darauf raus, wollte, dass Bernd Baumann das thematisiert und dass das in den Mittelpunkt gerückt wird beim Zuschauer. Diese Spaltung. Sozusagen möchte Theo Koll, möchte, dass Bernd Baumann das selbst wiederholt. Das ist der Trick mit der Themenlenkung. Was oft wiederholt wird, merkt sich der Zuschauer. Und in dem Fall wäre es dann so, aha, es ist Streit bei der AfD. Das mögen die Leute nicht und dann darf Bernd Baumann als Beantwortung auf die Frage das erzählen. Aber was wir heute Abend hier sozusagen deutlich sehen, ist, es gibt eine deutliche Mehrheit in der Bundesrepublik, auch in den beiden Ländern, jenseits von links, grün, bunt. Das heißt, die konservativen und liberalen Parteien hätten eine Mehrheit. Er nennt jetzt CDU, FDP, liberal und konservativ. Das trifft vielleicht auf Teile der Wählerschaft zu, aber auf keinen Fall auf die Führungsspitze der Partei. Indem er die FDP und die CDU konservativ und liberal nennt, insinuiert der Zuschauer, die Führung ist das auch.
dann ist es auch deren Verhalten und damit auch die Hetze gegenüber der AfD. Das heißt, indem Bernd Baumann CDU und FDP liberal und konservativ nennt, ihnen diese positiven Attribute zuspricht, legitimiert er die Hetze gegen die AfD, sozusagen beschädigt er sich damit selber. Es kommt immer auf das Narrativ an. Die Altmedien, die Altparteien fördern das Narrativ. Die Grünen sind links, Mitte links, die SPD ist Mitte links, die CDU ist Mitte rechts, konservativ und die FDP ist liberal. Das ist diese Anschauung, dieses sogenannte Narrativ, die Anschauung, die sie verbreiten. Das ist ihr Narrativ. Dieses Narrativ hat mit der Realität, wenn wir die Politik der unkontrollierten Masseneinwanderung, Klima, Corona, es wird getäuscht, es ist undemokratisch, dann ist das nicht konservativ, dann ist das nicht liberal, dann ist das undemokratisch. Das ist faschistoid. Und dieses Narrativ müsste jetzt Baumann hier anführen. Er müsste die Parteien so benennen. Vor dieser Konfrontation hat er augenscheinlich Angst. Er möchte hier bei den Leuten nicht dastehen und denkt sich, okay, wenn ich das sage, dann werde ich ja nur fertig gemacht, werde ich angegriffen. Aber das ist ein Trugschluss. Dafür wird er nicht angegriffen, weil die Altmedien und die Altparteien, sie greifen nur dann an, wenn sie es können. Und das machen sie bei Aussagen mit Interpretationsspielraum. Also wenn jetzt eine Person, deren inhaltliche Position sie nicht mögen, ihnen einen Interpretationsspielraum bietet, den sie irgendwie ausnutzen können, dann interpretieren sie es so, dass sie ihn angreifen können oder reißen absichtlich Dinge aus dem Verhältnis, wie beim Vogelschiss mit Gauland, Mahnmal der Schande. Das waren aber überhaupt keine Aussagen, die sich auf die anderen Parteien bezogen haben, sondern es waren eigentlich Aussagen über Sachthemen, wo sie sich wahrscheinlich gar nicht das Gefühl hatten, dass sie sich jetzt angreifbar machen, das übersehen haben. Hier ist es so, die anderen können nichts dagegen sagen. Also sie können natürlich sagen, das finden sie ganz blöd, dass jetzt Baumann sie faschistoid nennt. Aber dann rückt das allein schon mal in den Kopf der Zuschauer, dieses Narrativ, was ja das wahre Narrativ ist. Aber dazu ist Bernd Baumann hier anscheinend zu feige. Er traut sich nicht, das AfD-Narrativ, das wahrhaftige Narrativ, hier diesen Leuten entgegenzustellen, sondern bedient deren Narrativ. Und das ist ganz verhängnisvoll für die Mitglieder. Weil sie erleiden den Schaden. Weil wenn jetzt zum Beispiel andere jetzt CDU, FDP harsch kritisieren, dann stehen sie als Außenseiter da. Also Baumann schwächt die AfD-Position, um anscheinend vielleicht in der Runde gemocht zu werden, um von den anderen gemocht zu werden. Auch in diesen beiden Ländern. Die AfD hat an die 9-12% in beiden Ländern. Das ist ein stabiles Ergebnis. Das waren ja alles Neulinge, die in die Parlamente eingezogen sind. Das ist sehr gut. Wir sind stärker als die Grünen in Rheinland-Pfalz. Wir sind stärker als die SPD, nach ihren ZDF-Vorhersagen als die SPD. Und was ganz deutlich als Signal für die Bundestagswahl abzulesen ist, ist Folgendes, dass die CDU, wenn sie sich mit den Grünen ins Bett legt, mit den Grünen Koalition macht, grüne Themen aufgreift, dann geht sie unter. Dann macht sie die Grünen stark. Die CDU hatte 2011 39% noch in Baden-Württemberg, die Grünen 24. Heute ist es umgekehrt. Das ist ein Desaster. Wer in der Bundestagswahl CDU wählt, wählt die Grünen, wählt noch offenere Grenzen, wählt noch fremderes Multikulti, wählt Eigenheimverbote, Gender-Gaga, das müssen die Bürger und die Wähler draußen wissen. Das ist das Signal des heutigen Abends. Die Art, wie Baumann redet, ist sehr eloquent und er macht einen Eindruck, dass er nicht als Rechtsextremer framebar ist. Das ist ganz wichtig. Und er thematisiert jetzt die CDU-Wähler und will ihnen zeigen, wenn ihr CDU wählt, das bringt euch nichts. Ihr habt dann halt trotzdem eine grüne Politik sozusagen. Oder wenn ihr, die Grünen werden gestärkt, koaliert doch mit uns. Das nutzt ihm aber nichts. Weil er möchte es anscheinend nicht wahrhaben oder warum auch immer. Die CDU verbreitet ein hetzerisches Narrativ gegenüber der AfD. Und solange er nicht sein Narrativ dagegen stellt, er sie nicht angreift, behält er seinen schlechten Ruf. Er framet sie nicht schlecht, er wird von ihnen schlecht geframed.
Und es wirkt natürlich anbiedernd, weil die Leute sehen es ja ganz genau. Sie sehen ja ganz genau, wie Tag ein Tag aus über die AfD geredet wird. Und dann passt sein Narrativ hier, dass er so jetzt nett ist. Natürlich, man sieht, er ist kein Rechtsextremer, das kriegen die Leute mit. Aber er wirkt dann trotzdem schwach, wie so ein Opfer. Wie eben der Schuljunge, der gemobbt wird in der Schule. Und nach Disney World ist es so, dass sich die Leute mit dem Schwachen, mit dem Mobbingopfer solidarisieren. Das ist in der Realität aber nur teilweise der Fall. Natürlich ist es so, dass wenn die Leute sehen, hier handeln Leute ekelhaft, dann stößt sie das ab. Aber wenn dann derjenige, der schlecht behandelt wird, sich probiert anzubiedern, dann erregt das auch Ekel. Und genau das ist hier das Problem. Ja, diese spalterischen Thesen, die Sie jetzt gerade auch schon mal nochmal aufgeführt haben. Das sind die Zahlen. Nein, darauf braucht man auch gar nicht einzugehen. Was mich verwundert, deswegen verstehe ich die gute Laune von Lars Klingbeil überhaupt nicht, dass die SPD in Baden-Württemberg noch hinter Leuten von der AfD liegt. Das ist wirklich dramatisch und bei aller Konkurrenz macht mir das wirklich Sorgen, dass die... Und hier sieht man, wie er das Narrativ verbreitet. Es bereitet ihm Sorgen. Das heißt, die AfD ist so schlimm, wenn man dahinter legt, da muss man sich Sorgen machen. Bei jeder Gelegenheit, die Altmedien und Altparteien verbreiten ihr Narrativ, ihre Anschauung, das ist ja nicht ihre Anschauung, aber sie verbreiten die Anschauung, die AfD ist das Allerschlimmste. Und wenn das alles und jeder permanent sagt, dann glauben das die Leute. Und vor allem glauben es die Leute dann, wenn Bernd Baumann einmal die Gelegenheit hat, die AfD hat so selten die Gelegenheit, und wenn er einmal die Gelegenheit hat und dann nicht sein eigenes Narrativ dagegen stellt. Natürlich kann er jetzt sagen, die AfD-Leute immer, ja, wir sind demokratisch, wir sind gut, aber das passt nicht. Das passt nicht, solange die anderen nicht massiv dafür angegriffen werden, was sie machen. Und wenn jetzt hier gegen die AfD gehetzt wird, dann ist es klar, dann muss Bernd Baumann empört sein und sagen, was seid ihr für Ademokraten? Ihr seid Lügner, ihr täuscht, ihr hetzt gegen uns. Und dann muss er das vertreten. Dann kann er nicht sagen, die CDU und die FDP sind liberal und konservativ, weil das ist kein konservatives, liberales Verhalten. Wenn er sich nicht traut, sich selbst zu vertreten, dann steht er schwach da, steht er widersprüchlich da, steht er unglaubwürdig da. Das ist das Problem bei den ganzen Auftritten im letzten Jahr von der AfD, wo man sich wirklich fragen kann. Natürlich, es erfordert Mut. Und das Problem bei den Konservativen ist vielleicht diese Angepasstheit, dass man irgendwie sich gedeckt verhalten möchte, man möchte nicht irgendwie auffallen, man möchte jetzt nicht, man spürt es ja. Wenn man jetzt den anderen auf die Füße tritt und sie Faschistoid nennt und dass deren Narrativ widerspricht, das ist eine Provokation. Und das fühlt man. Das fühlt sich schon extrem an. Und diese Konservativen, die sind einfach zu feige dafür, ihre Narrative glaubhaft zu vertreten, zum Teil. Jedenfalls hier schon wieder. Und das ist ganz verhängnisvoll für die AfD-Mitglieder. Weil es ist hier Anschauung gegen Anschauung, Narrativ gegen Narrativ. Vor allen Dingen ist ja Baumanns Narrativ stark. Weil, also das heißt, das AfD-Narrativ ist stark. Weil wir können es ja belegen. Wenn es hart auf hart kommt, wir haben 1000 Argumente, das zu belegen. Man muss nur die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Leute darüber nachdenken. Dann hat man ganz viele Argumente. Aber wenn man das nicht macht, dann herrscht das andere Narrativ weiter vor. Und das sieht man ja auch, wie die Grünen gewählt werden. Die Leute glauben, dass mit dem Klima, Treibhauseffekt, da vertritt aus meiner Sicht die AfD auch viel zu mutlos die These, dass es den Treibhauseffekt, dass es widerlegt ist, dass es das nicht gibt, dass getäuscht wird in der Klimawissenschaft, dass das alles korrupt ist, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, die Modellrechnungen, dass es keine Wissenschaft ist. Das muss man vertreten, öffentlich. Da darf man sich nicht so ein bisschen zurückhalten und sagen, ja, das ist jetzt hier Missmanagement und die Energiewende und Corona-Management. Das Management ist nicht gut, sondern da muss man fundamental sagen, hier wird getäuscht. Und es gibt ja ganz viele Belege dafür mit dem Treibhauseffekt, dass das eine Täuschung ist. Wahrscheinlich wurde ursprünglich, war der Plan nach den Ölkrisen in den 80ern, wollte man die Abhängigkeit verringern. Da hat man es dann als deutsches Interesse angesehen. Ja, wir müssen jetzt den Leuten hier irgendwas auftischen, dass die Energie sparen. Dann müssen wir das jetzt mit dem CO2-Treibhauseffekt müssen wir jetzt den Leuten erzählen. Und da gab es vielleicht noch andere Interessen. Aber da kann man nur spekulieren. Jedenfalls ist es so, Gerlich und andere haben das schon bewiesen, den Treibhauseffekt widerlegt. Und Gerlich erzählt ja auch,
Und andere, das war eigentlich jedem klar, jedem gebildeten Physiker war klar, der Treibhauseffekt ist reiner Blödsinn. Das ist also reiner Quatsch, den man den Leuten erzählt. Und er war dann erstaunt, dass das auch die Autoindustrie nichts dagegen macht. Aber sein Argument, er hat es dann nachher verstanden, die Autoindustrie, sie können dadurch neue Autos verkaufen, weil die Autos dadurch ein Verfallsdatum bekommen. Das heißt, die Autoindustrie profitiert auch davon. Gerlich und die anderen, die den Treibhauseffekt in Frage stellen oder die auch ihn widerlegt haben, man hört in der Presse davon ja gar nichts. Sie werden nicht eingeladen. Wenn man jetzt sie widerlegen könnte, sagen könnte, ja, es ist ja vollkommener Blödsinn, eure Rechnungen sind falsch, dann könnte man sie ja öffentlich ganz einfach argumentativ besiegen. Dann könnte man sie in Talkshows einladen und sagen, ja hier, das ist ja hier aus dem und dem Grund ist es Blödsinn, was sie machen. Aber es ist ja auch per Review, wurde es ja begutachtet, sein Artikel. Und er hat ihn im Klimajournal nicht untergebracht. Es war ja auch so, in den 2000er und 2010er Jahren, da gab es ja auch noch Artikel auf Welt, auf Spiegel, wo schon da der Titel war. Treibhauseffekt ist eine geniale Propaganda, ist Täuschung. Diese Artikel gab es ja früher noch. Sie gibt es jetzt nicht mehr. Mit denen man die Grünen vollkommen aus den Angeln heben kann. Die Grünen werden ja nur gewählt, weil die Leute tatsächlich glauben, wir haben einen Treibhauseffekt. Wenn wir den CO2-Verbrauch nicht reduzieren, dann geht die Welt unter. Und deswegen wählen sie Grün. Das ist vollkommen logisch, folgerichtig. Viele Leute von der AfD und von anderswo, die können sich da gar nicht mehr reinversetzen in diese Parallelwelt von diesen Leuten, wenn man keine Informationen hat. Aber für diese Leute ist es logisch, dass Grün gut ist, weil es den CO2-Treibhauseffekt gibt. Und dann muss man auch einfach so, ohne dass der Moderator danach fragt, weil er wird von sich aus nie danach fragen, muss man das in den Vordergrund stellen. Und dafür ist auch die Berliner Runde geeignet, dafür ist jedes Interview geeignet. Man kann hier sofort auf den Punkt bringen, die Grünen sind ja nur so erfolgreich in Baden-Württemberg wegen dem Klimawahn, wegen der Täuschung. Treibhauseffekt ist eine Lüge. Das Narrativ kann hier sofort reinstellen. Warum macht er es nicht? Er traut sich's wieder nicht. Und in Wahrheit ist es diese Mutlosigkeit, die die AfD angreifbar macht. Weil wenn das andere Narrativ vorherrscht, dann steht ja die AfD unglaubwürdig da, wenn sie sagt, wenn sie jetzt ihre Position hat zum CO2-Verbrauch. Weil das passt dann nicht zum grünen Narrativ. Wenn CO2-Verbrauch so schlimm ist, dann ist die grüne Politik richtig, dass man alles Kohlekraftwerke sofort abschaltet. Das gilt jetzt nicht nur für Baumann, sondern grundsätzlich, die Leute müssen, wahrscheinlich sind auch viele Leute noch nicht gut genug informiert, wie stark die Argumente gegen den Treibhauseffekt sind in der AfD. Dann müssen sie diese Argumente vorbringen. Müssen sich es trauen, aber traut er sich nicht, anscheinend. Oder warum auch immer, bringt er es nicht. Ehemalige alte große Volkspartei in so einem Bundesland wie Baden-Württemberg noch hinter der AfD liegt. Aber sie haben verloren. Sie die AfD hat verloren und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn obwohl der Wahlkampf sehr digital geführt wurde, wo viel Platz ist, auch übrigens für Hass und Hetze, die AfD verliert. Und man sieht auch hier, wie er es einhämmert. Hass und Hetze, es ist gut, dass die AfD verliert, zum Glück. Und natürlich, wir sagen, das ist widerlich. Aber viele Leute, die nur die Altmedien konsumieren, glauben das. Und es wird wiederholt und alle sagen es. Und ohne Gegennarrativ, wenn man jetzt, wie gesagt, das ist nur, die AfD-Position ist nur schlüssig, wenn er ein Hetzer ist. Wenn Baumann hier sagt, sie sind ein Hetzer, wenn sie hier so über uns reden. Das hat alles gar keine Grundlage. Und sie sind Faschisten. Sie sind nicht konservativ. Das muss er sagen und nichts anderes, wenn er glaubwürdig sein will. Die Menschen wenden sich nicht diesen spalterischen Thesen zu. Insofern brauche ich darauf jetzt nicht weiter einzugehen. Am dramatischsten haben Sie verloren. Das sind so der Wahlverlierer des Abends schlechthin. Und was den Wahlkampf angeht, wenn ich das noch sagen darf, gab es kaum einen Infostand der AfD in den beiden Bundesländern, der nicht angegriffen wurde, wo Leute verletzt wurden, die sogar ins Krankenhaus gekommen sind. Also das war ein Wahlkampf, dem er sich eigentlich auch nicht glaube. Das kommt noch mit dazu. Die Leute liegen im Krankenhaus. So sieht es in der Republik aus. Und die Innenminister regieren darauf nicht ausreichend. Beobachtet wird, sind es ist kein Zufall, dass sie Baumann unterbrechen, wenn er diese ganzen wichtigen Dinge erzählt. Mit den Angriffen auf die AfD. Aber das Problem von Baumann ist, dass er jetzt schon eine ganze Weile gesprochen hat. Wenn er es sofort gebracht hätte, diese entscheidenden Fakten, die in den Altmedien nicht berichtet werden, dann wäre es für die anderen schwerer gewesen, sie zu unterbrechen. Und er hätte auch sofort als Antwort auf Paul Ziemiak sagen können, dass das Verhalten von Paul Ziemiak faschistoid ist. Und er macht sich dadurch kein bisschen angreifbar. Kein bisschen. Das ist nicht wie mit Vogelschiss, wo die anderen auf ihm rumhacken können. Sie können auf ihm nicht rumhacken.
sondern im Gegenteil, es ist schlecht für die anderen. Wenn sie das Thema drauf lenken, da setzen sich die Leute damit auseinander. Faschistoid, wie kann er das sagen? Wieso? Ja, stimmt das? Ist das wirklich berechtigt gegen die AfD? Damit würde er die Leute zum Nachdenken bringen, wenn er diese Vorwürfe macht. Aber das ist unbequem und das muss man sich in der Situation eben trauen. Obwohl es die Furcht eigentlich vollkommen unbegründet ist, sie aber anscheinend in den Leuten nicht nur bei Baumann drin sitzt. Dass sie sich das nicht trauen, einfach. Instinktiv nicht trauen. Weil das für sie einfach zu krass ist, in dem Moment. Anscheinend. Obwohl es gar kein Risiko ist. Das sind anscheinend diese Urinstinkte, diese Urängste, dass man Angst hat, dann vom Häuptling umgebracht zu werden, wenn man Sachen sagt, die jetzt für ihn nicht gut sind, die ihm nicht gefallen. Aber die anderen können ja gar nichts gegen ihn machen. Also, sie können ja nur logisch was machen, wenn sie einen Interpretationsspielraum haben. Das heißt, diese instinktive Angst, die muss man logisch überwinden und es sich trauen und das machen. Es kann ihm nichts passieren. Das Entscheidende ist nur, dass er Dinge sagt, die er belegen kann. Und mit dem Faschistoid, dass die Altparteien so sind, das kann er ja belegen. Das muss er sich im Vorfeld überlegen, welche Vorwürfe er machen kann, was er dann untermauern kann. Vorwürfe zu machen, die man dann nicht belegen kann, das ist dann natürlich ein Problem. Dann steht man doof da. Die dann sagen, ja, dann sagen Sie es doch, wie ist es denn? Und man dann hilflos rumstottert und dann nichts sagen kann, dann ist es schlecht. Das muss man sich natürlich im Vorfeld überlegen. Die Vorkommnisse, auch dass die AfD keinen Vizepräsidenten bekommen hat, die kann man ja sicher merken, das gibt man so viel, was man aufzählen kann, die Verhaltensweisen, die unredlichen Verhaltensweisen. Das geht ja darum, das zu thematisieren, es in den Mittelpunkt zu rücken, dass die Leute darüber nachdenken. Er redet von sich aus gar nicht darüber. Dann denken die Leute auch niemals darüber nach. Die AfD muss, wenn sie an Wählern gewinnen will, muss sie ihre wenigen Chancen im Fernsehen nutzen. Immer noch deutlich zu viel, sage ich hier ganz deutlich. Ich glaube, dass man sich doch wirklich freuen kann, und das tun wahrscheinlich sehr viele hier in dieser Runde, auch in diesem Land, dass die AfD nicht stärker geworden ist, dass sie verloren hat. Das zeigt ja auch, dass dieses Spalten und Populistische keiner will. So, und es gibt andere Fragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. 10-12%. Und ich glaube, lieber Paul Ziemiak, sich Sorgen um die SPD zu machen, ist ja sehr ähnlich. Das ist gut, dass er dazwischen geht, aber er müsste das populistisch, er müsste sagen, um die SPD und CDU anzugreifen, ja, populistisch sind sie selbst. Das, was sie über uns sagen, sind sie selbst. Und sie gleich massiv angreifen und nicht sagen, ja, wir wurden jetzt von 10-12% gewählt. Ja, das wissen wir alle. Das weiß der Zuschauer. Aber was der Zuschauer nicht weiß, sind eben viele Fakten. Indem er jetzt hier sein Narrativ aufstellt mit Populisten, ihr seid die Populisten, dann kommt man auf die Dinge zu sprechen. Ja, wie kann er das denn sagen? Wie kommen sie dazu? Und dann kann er seine ganzen Punkte bringen. Ist besser. Also ich glaube, wir geben gerade kein gutes Bild ab. Es haben gerade Landtagswahlen stattgefunden und sie liefern sich hier einen koalitionsinternen Battle. Was soll das eigentlich? Wir könnten erstmal den Blick wenden nach Baden-Württemberg und nach Rheinland-Pfalz. Da sind mit inhaltlichen Themen Wahlen gewonnen worden. Und zwar mit einer Veränderungsbotschaft. Menschen wollen, dass sich was verändert. Ja, zu diesem Beitrag gibt es jetzt nichts zu sagen, nur dass ich ihn irgendwie sehr lustig fand und ihn aus Unterhaltungsgründen mit eingebunden habe. In Baden-Württemberg haben sich viele Menschen für Klimaschutz, für Innovation und auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgesprochen. Dieses Klimathema, es ist tatsächlich so, die Leute, vor allem in Baden-Württemberg, wählen die Grünen, weil sie denken, das ist nachhaltig, das ist moralisch mit dem CO2-Drosselung, dass man das so extrem machen muss, dass man jetzt die ganzen Kohlekraftwerke stilllegt, dass man die Wirtschaft dafür stark beschädigt, um das zu reduzieren. Weil das Narrativ ständig verbreitet wird und jetzt auch Baumann nicht wirklich dagegen vorgeht. Wie kann sich die AfD dann wundern, dass alle Leute Grün wählen? Herr Baumann, werden am Ende in diesem Bundestagswahljahr die sozialen Reparaturfragen dieser Pandemie entscheidend sein oder die Innovationsdynamik Reformen von Herrn Wissing? Das kann man gar nicht voneinander trennen. Das sind diese beiden Katastrophen, die uns passiert sind hier. Auch jetzt gerade im Zuge der Corona-Krise, dass uns andere Länder vormachen, wie man mit deutschem Impfstoff umgeht. Israel ist schon fast durchgeimpft, Großbritannien, USA. Das heißt, da kann der Lockdown zurückgefahren werden. Und hier ist das Gleiche wie vorher. Nur im Grunde noch viel schlimmer für die AfD. Er unterstützt hier wieder das Narrativ der anderen.
Er sagt, Israel, USA sind durchgeimpft, jetzt kann man den Lockdown wegnehmen. Es war vielleicht nicht von ihm gewollt, aber was er hier macht ist, er stützt die Aussage, die Anschauung, der Lockdown musste sein. Es ging nicht anders. Und jetzt nur durch die Impfung kann der Lockdown weggenommen werden. Das ist aber nicht AfD-Position. AfD-Position war und ist, dass auch ohne Impfen es keinen Lockdown geben soll, es unverhältnismäßig ist. So wie er hier redet, erweckt er den gegenteiligen Eindruck. Auch hier stellt er nicht sein AfD-Narrativ dem Altmedien-, Altparteien-Narrativ entgegen, indem er die ganzen Studien bringt von Ioannidis, Lockdown-Maßnahmen haben nichts bewirkt. Die Sterblichkeit ist mit 0,25% im Rahmen einer Grippe, einer starken Grippe, aber im Rahmen einer Grippe. 2017, 2018 gab es auch eine starke Grippe. Dieses Narrativ müsste er jetzt entgegensetzen und sagen, der Lockdown ist nicht verhältnismäßig, wir wollen das nicht. Stattdessen stellt er jetzt das Management in den Mittelpunkt und sagt, ja, die haben das so schlecht gemanagt und so. Ja, wir hätten es natürlich besser gemanagt. Das ist missverständlich. Also entweder hat er es aus Versehen missverständlich oder bewusst missverständlich. Auf jeden Fall ist nicht klar ersichtlich in seinen Aussagen, dass der Lockdown nicht sein musste. Also eher hört sich so an, ja, die wurden durchgeimpft, deswegen können sie aufmachen. Wir können noch nicht aufmachen, weil wir nicht genug geimpft haben, weil da die Regierung so schlechtes Management betrieben hat. Aus meiner Sicht ist das eigentlich ein Rücktrittsgrund für Baumann. Weil er stellt sich ja damit ja vollkommen gegen die AfD, vollkommen gegen AfD-Position. Natürlich sagt er jetzt, ah, das habe ich jetzt nicht so gemeint, aber er muss sich eigentlich so ausdrücken, wenn er in so eine Runde geht oder wenn er in so Runden geschickt wird, dass er die AfD-Position klar macht und nicht missverständlich rüberbringt. Weil so, das ist nicht die AfD-Position. Und jetzt, natürlich, er kommt jetzt hier gut an, das macht jetzt einen guten Eindruck auf die Leute. Aber wenn dann andere AfD-Leute wieder sagen, ja, den Lockdown, den wollen wir nicht, wir wollen es auch ohne Impfung, wollen wir diesen Lockdown, halten wir das für unverhältnismäßig, der Schaden ist viel zu groß, dann stehen die wieder blöd da. Das sind dann die Extremen und die Baumann-Leute sind dann nach dem Altmedien-Narrativ die Vernünftigen. Man kann sich natürlich denken, dass besonders Querdenken und alle Maßnahmengegner ganz bestimmt nicht begeistert sind, wenn sie das gesehen haben. Die sozialen Nöte werden dadurch zurückgefahren. Es müssen nicht ganze Branchen vor die Wand fahren. Und gleichzeitig kann auch die Grundrechte können wieder zur Geltung kommen. Also wir haben die wirtschaftliche Misere, wir haben die Grundrechte-Misere und wir haben die soziale Misere. Und das haben wir leider dieser großen Koalition zu verdanken. Und jetzt sagt er auch, ja, dann können die Grundrechte wieder zur Geltung kommen. Wenn besser geimpft worden wäre, sagt er eigentlich relativ eindeutig, wenn besser geimpft worden wäre, hätten die Grundrechte zur Geltung kommen können. Nein, auch ohne Impfung hätten die Grundrechte zur Geltung kommen können. Berlin. Und es wird ja gezeigt durch die anderen Länder, die man nur schauen muss, wie man es besser machen kann. Also desaströser kann es gar nicht sein. Dazu kommt ja noch diese Korruptionsaffäre, die wir gerade haben. Es ist so, dass Baumann es hier probiert, allen recht zu machen. Ja klar, da kann jeder zustimmen. Das Management war nicht gut. Das hätte man viel besser machen können. Aber was er hier auch nicht erwähnt ist, was ganz wichtig ist, dass es ja schon letztes Jahr von einem Professor Stöcker einen herkömmlichen Impfstoff gab, ohne die Risiken von der neuen Technik. Früher hat man noch nichts von gehört in den etablierten Medien, dass dieser Stöcker da schon was entwickelt hat. Und er dann irgendwie, ja schon, dass er schon wie ein Krimineller behandelt wurde. Statt dass das gefördert wird und das billig produziert wird, er hat ja kein Patent dafür verlangt, wird er dann noch von der Staatsanwaltschaft, wird er noch irgendwie angezeigt und die ganze Impfstoffentwicklung kommt nicht in Gang. Aufgabe von Bernd Baumann wäre es, das jetzt den Leuten nahezubringen, wo er diese große Öffentlichkeit hat. Darüber muss er als AfD-Spitzenmensch, der in so eine Runde geht, muss doch über solche Dinge informiert sein. Oder wenn, dann müssen sie sich in Zukunft besser informieren. Dann ist jetzt die Gelegenheit in dieser Runde, das den Leuten zu erklären, weil das wissen natürlich die allermeisten Leute wissen das nicht. Besonders die Leute, die nur mal so nebenbei Fernsehen gucken, weil sie vielleicht auch keine Zeit haben. Das darf man nicht unterschätzen, dass viele Leute, die jetzt beruflich und familiär stark eingebunden sind, die haben keine Zeit. Die haben ganz wenig Zeit. Und natürlich sagt es jetzt leicht, ja, wir sind die Schlauen, wir durchschauen die Täuschung, aber wenn man keine Zeit hat, dann wird man eben auch leichter getäuscht. Kam mir noch gar nicht genug zur Sprache. Ich habe es mal auflisten lassen. Es sind mittlerweile 8 CDU-CSU-Abgeordnete in Frage, die entweder schon zurückgetreten sind oder mit starken Vorwürfen konfrontiert sind. Das ist die Maskenaffäre, das ist Aserbaidschan.
es gibt ja auf der Straße schon den Spruch jetzt in der Verbindung, wenn Corona alle Geschäfte geschlossen werden, man gar nichts mehr kaufen kann, ein CDU-Politiker kann man immer noch kaufen. Aber dass Sie sich trauen, das hier anzusprechen, nee, ich möchte dazu jetzt mal was sagen. Wie sehr fürchten Sie? Ich habe Rückgrat, ich habe Charakter, ich bin ehrlich, Sie sind es nicht. Hätte er sie frontal angreifen können. Er traut sich das wieder nicht. Warum traut er sich das nicht? Das machen doch die anderen die ganze Zeit bei der AfD. Das machen sie die ganze Zeit bei ihm. Die ganze Zeit wird die AfD aufs Unverschämteste angegriffen. Und er, wenn jetzt die Angriffe berechtigt werden auf die Grünen, auf die anderen Parteien, er macht's nicht, er traut sich's nicht. Das ist dieser riesige Fehler. Also die denken dann, oh, ich bin jetzt ja zivilisiert, ich mach sowas nicht. Aber in Wahrheit ist es doch so, sie trauen sich's nicht. Und vor allem wäre es hier absolut angemessen. Es wäre richtig, es ist ja die Wahrheit. Und er traut sich hier nicht, die Wahrheit zu sagen oder aus welchem Grund auch immer sagt er das nicht. Dabei wäre es so wichtig, das eigene Narrativ dadurch auch zu stärken oder auch sich überhaupt glaubwürdig zu machen. Weil wie gesagt, die Leute lesen zwischen den Zeilen und wenn er dann die anderen sich schlecht gegenüber ihm und der AfD verhalten und er macht ihnen keine Vorwürfe, dann denken natürlich die anderen, ja, es ist okay. So, ja, wenn er sich nicht beschwert, dann stimmt's schon, wenn er dagegen keinen Widerstand leistet. Ja, was soll man sagen? So vom Eindruck, wie er geredet hat, hat Baumann das sehr schön gemacht, hat einen sehr konservativen, nicht rechtsradikalen Eindruck hinterlassen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut gewesen, dass er da durch diesem typischen Narrativ, durch sein Auftreten hat er dem Framing der Altmedien, der Altparteien widersprochen. Deswegen wollen sie ja die AfD-Leute nicht in den Runden haben. Aber inhaltlich ist er der AfD in den Rücken gefallen. Mit der Position zu Corona. Und er ist der AfD auch in den Rücken gefallen, indem er die CDU und FDP liberal und konservativ genannt hat. Was sozusagen das Verhalten der Parteispitze gegenüber der AfD legitimiert. Ob er das will oder nicht. Aber wenn er sie konservativ nennt, dann nennt er ihr Verhalten konservativ. Und dann ist die ganze Hetze hat dadurch ihre Berechtigung. Hat er indirekt seine Berechtigung ausgesprochen für die Hetze. Ihr könnt ja schreiben, was ihr vom Auftritt gehalten habt, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.